Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Historia Universalis. Heute mit mir dabei wieder aus Dresden, Carol. Hallo. Und in Saarbrücken, Elias. Hi. Heute haben wir eine Plauderstunde und das Thema, was wir heute so ein bisschen als Überthema nehmen, ist im Prinzip unsere letzte Folge. Und da stellt sich für mich die Frage, Carol, weißt du, was in der letzten Folge war? Jawohl, Sir. Ich weiß, Sir, was in der letzten Folge, Sir, behandelt wurde. Es ging um das Thema Gewalt im Namen Buddhas und die Geschichte des buddhistischen Südostasiens, was ja durchaus ein recht ambivalentes Thema sein kann. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen da nochmal eine Plauderstunde draus, weil es gibt da so viele Perspektiven, Meinungen und Berichtenswertes, dass das lohnenswert ist. Und Austausch ist immer gut. Ja, auf jeden Fall. Ja, also Carol. Ja, sorry Olli, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein. Schieß los, Elias. Ja, ich wollte eigentlich so ganz grob mal wissen von Carol, was denn sein Vorwissen war, bevor er sich das angehört hat. Ich habe nicht besonders viel Vorwissen gehabt. Also im Großen und Ganzen kann ich sagen, dass quasi alles, was ich in dieser Folge gehört habe, für mich neu war. Das heißt, es war eine ganze Menge an Informationen, die ich da verarbeiten musste. Etwas schwierig war es jetzt für mich, um nochmal ganz konkret auf die Folge Nummer 22 einzugehen, war es für mich, mit dem Herrn Dingsbums da mitzukommen. Das war nicht nochmal den Namen aussprechen. Nein. Also, Frakupalat Phaiphongkit Silapong. Genau, das war, also es war, ich musste streckenweise, das war mir auch unangenehm eigentlich, aber ich musste streckenweise wirklich lachen, weil das klang so süß, wie er gesprochen hat. Ja, und vor allem, wie viel er erzählt hat, das war Wahnsinn. Du musst dir dann vorstellen, da ist ein 1,60 kleines Männchen in seinem orangenen, gelben Anzug und kann kaum Deutsch, aber stellt sich dann vor die Mengen hin und hey, willkommen. Ist ja ein total fröhlicher Charakter. Das hat man auch wirklich gehört, ja, ja. Aber hatte der wirklich auch diese Mönchskleidung an, ja? Das ja, wollte ich gerade sagen, an dem Abend war es gerade da draußen wirklich sehr, sehr warm. Ja. Also das Duschen vorher war eigentlich sinnlos. Und ich fand es echt faszinierend, dass der in dieser vollen Kleidung da ankam und ja, das so durchgezogen hat, weil es war wirklich sehr warm. Und das war ja nicht nur diese normale Mönchsrobe, sondern der hat noch so einen orangenen Pulli drunter angehabt. Das hat man von der Entfernung nicht unbedingt gesehen, aber der hatte noch so einen orangen Pulli drunter. Also ich wäre gestorben. Ich meine, ich bin gestorben an einem Abend, als ich aufgebaut habe, aber. Ja, ja, ja. Also ich fand das wirklich sehr erhellend, muss ich sagen. Und bin gespannt, was die Hörerinnen und Hörer zu dieser Folge sagen. Das wäre natürlich auch interessant zu hören, ob es da irgendwie ein Feedback gibt. Und was mich auch interessieren würde, wie so die Reaktionen des Publikums waren, weil das kommt jetzt in diese Live-Aufzeichnung natürlich nicht so rüber, wie wenn ihr das jetzt einfach mal erschildert oder erzählt, wie so. Ja, wie ich es schon eingesprochen habe, war einfach auch wieder die Situation ein bisschen schwierig, dass ich eben ein Kabelmikrofon hatte und der Raum doch sehr lang ist und sehr schmal ist. Wie kann man sich das vorstellen? Was, 3-4 Meter breit? Also Olli, du warst ja da, also kannst du mich gerne korrigieren. 3-4 Meter breit, 10 Meter lang oder so, irgendwie sowas. Also ist, ja. Und ich sitze halt am Kopfende oder stehe am Kopfende und vor mir halt ganz viele Bänke und Stühle und ja, so ein bisschen auf Oldschool gemacht, aber also Sessel und da kommt man halt sehr schwer durch und erst recht nicht mit einem 3 Meter langen Kabel. Klar, logisch. Und dementsprechend konnte ich quasi die Fragen von hinten sehr schwer einfangen mit dem Mikrofon. Deswegen habe ich sie teilweise auch rausgeschnitten, weil ich irgendwas sage, 2 Sekunden, dann unterbreche ich was und dann sagt hinten wer irgendwas, dann sage ich wieder was und dann ist es halt immer so ein Selbstgespräch, wo man die Fragen nicht gehört hat. Das habe ich schon rausgeschnitten. Aber insgesamt fand ich, oder was ich auch so im Nachhinein in Gesprächen mitbekommen habe, waren halt viele erschlagen, ob der Fülle von neuen Informationen, weil eigentlich kaum einer da war, der irgendwas vorher wusste. Ja, es ist natürlich auch Südostasien. Ja, das ist jetzt schon auch recht speziell, ne? Und dann gerade in Zusammenhang mit der Frage Buddhismus, der ja dort in Südostasien eine ganz große Rolle mitspielt, das ist schon, ja,
speziell. Wie war denn die Atmosphäre? Wie waren die Leute so an sich drauf? Wie es schien, waren da eine Menge Leute wieder da, ne? Oh ja, ich war überrascht. Es war ja so unglaublich heiß. Das war einer dieser ersten heißen Tage. Also ja. Jetzt sind ja zwei Wochen nur noch heißer rum mittlerweile. Aber ich dachte als erstes, es kommt keine Sau. Ja, ja. War viel zu heiß. Und das Synop, also die Bar hatte angefragt, ob wir es nicht nach hinten verschieben wollen, weil zu warm, meinte ich, aber ja, steht auf den Plakaten drauf und Leute, die kein Internet haben, kommen und. Mhm. Machen wir mal nicht. Auf jeden Fall hat sich dann aber ordentlich gefüllt. Also ich glaube, es ist außen ausgelegt auf 50 Leute. Mhm. Ich wollte gerade sagen, also es waren mindestens. Wir mussten Stühle raustragen. Mhm. Krass. Okay, okay. Also, das Interesse war auf jeden Fall schon mal groß im Vorjahr. Ja. Ich hatte dann irgendwie noch kurz vorher eine Reservierung für 5 Plätze bekommen und dann habe ich gedacht, okay, komm, da auf den Tisch, lege ein kleines Zettelchen drauf. Da haben sich Leute immer trotzdem hingesetzt, weil es so voll war. Also, krass, cool. Das heißt, nächstes Mal musst du wirklich Gästeliste machen, Gästeliste. Krass. Naja, Eintrittskarten, ne? Ich sag mal so, ein so hervorragender Moderator zieht natürlich das Publikum an, das ist klar. Und es sieht ja so danach aus, als würde das zu einer regelmäßigen Stammveranstaltung werden, die, ich glaube, das wird dann auch die Runde machen in Saarbrücken, dass die Leute sich also darüber erzählen und austauschen. Die ersten Stammgäste haben wir. Mhm. Cool. Da waren schon Leute zum dritten Mal da. Mhm. Aber auch viele neue Leute, die jetzt das Thema genau interessiert haben, die halt zufällig da waren, die es gesehen haben. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es das nächste Mal aufgenommen wird. Ja. Ob da nochmal Leute kommen, die ich dann schon kenne vom Sehen her. Ja, ja, ja. Aber es war insgesamt eine, denke ich mal, angenehme Atmosphäre. Ich habe halt relativ viel Pausen gemacht, was nochmal so ein bisschen aufgelockert hat. Und dann wurde immer wieder was getrunken und schon in den Pausen selber untereinander diskutiert, wie ich das so mitbekommen habe. Mhm. Ja, das ist also eigentlich ganz angenehm. Es ist mir persönlich immer noch ein bisschen zu schulig, ein bisschen zu vortragsmäßig. Mhm. Aber das ist halt sehr schwer. Bei der Karte. Ja, gut, aber viele sagen, also ich habe. Hast du da mit dem Zeigestock da gestanden? Nein, das nicht, aber die Karte von der Aktualität her, ich glaube 1968, habe ich das noch richtig im Kopf? Ja, 69. Oder 69 und du sagtest, das wäre die aktuellste. Okay. Also, ja, also ich bringe für jeden Vortrag, sag mal so eine, ich will ja zumindest irgendwas Haptisches haben, irgendwas, was man anschauen kann, damit man ungefähr ein bisschen mehr weiß, wo man ist, was ist. Also neben dem normalen Handout, wo die wichtigsten Daten draufstehen, dass man sich so ein bisschen orientieren kann, bringe ich, wenn es geht, eine Karte mit. Mhm. Mhm. Und die hole ich bei uns an der Universität ab. Mhm. Und da nun mittlerweile alles digital geht. Na zum Glück, sind das ist doch gut, oder? Also die Karten eben nicht. Also wollte ich ja sagen, das die nicht. Karten. Ah. Nee, die Karten sind halt quasi vor dieser digitalen Zeit. Und die sind halt alle 80er, 70er, 60er. Und ja, deswegen war die Karte halt von 69. Also das war eine Karte von Asien. Und ja, aus dem Jahre 69. Da war halt noch Nord- und Südvietnam drauf und ja. Wow. Das heißt, Nagel in die Wand schlagen. Bangladesch hieß noch Ostpakistan. Ja, Karte dranhängen und dann geht's los. Aber es heißt ja auch Synop meets History, ne? Also. Ja, genau. Ja, stimmt. Das ist richtig, genau. Aber was ich zwar auch gerne hätte, aber was ich einfach nicht erwarten kann, sind so Zwischenfragen während dem Vortrag. Irgendwie, also vielleicht muss ich das noch mehr sagen, dass man jederzeit fragen kann. Ja. Aber also du hast es ja gesagt. Ich habe es schon gesagt, aber ich glaube, je mehr du darauf hinweist und sagst, Leute, habt keine Scheu, jederzeit, wenn euch was nicht klar ist, haut rein. Also du hast es ja echt gut gesagt, finde ich. Du hast ja auch gesagt, hier schreien, melden, pfeifen. Das fand ich sehr gut, um den Leuten klarzumachen, die müssen überhaupt gar keine Angst haben, sich da irgendwie einzubringen. Weil es ist ja eigentlich als Austausch gedacht und nicht so als stocktrockener Vortrag. Ja. Nun gut, es war halt schon. Also bei Nahostkonflikt war es bei Kolonialgeschichte war es definitiv mehr Austausch. Ja. Aber vielleicht, weil es die Leute halt direkt da betroffen hat als Deutsche. Ja, ja. Ich glaube, das war halt dieses typisch südostasiatische Thema, es war so weit weg, die Leute konnten nicht wirklich direkt da was damit anfangen und konnten halt nicht direkt was dazu sagen. Ja, ich denke, glaube, das ist dann themaabhängig. Ja, ja, ich denke, also wo dann wahrscheinlich ein bisschen mehr Bewegung reinkam, war wahrscheinlich dann wirklich bei der quasi letzten Frage so, was passiert in Myanmar oder ne, so. Auch, das war das letzte Mal auch besser, aber wie gesagt, das passt einfach
Ja. Deutsche Kolonialgeschichte ist uns näher. Ja. Aber das nächste Mal wird es wahrscheinlich dann noch besser passen. Als kleiner Teaser, da werde ich nämlich sehr lokalgeschichtlich werden. Oh. Ja, soll möchtest ich schon mal verraten? Ich habe schon, hab schon klar. Ah. Ja, ja. Ach klar, komm, mach, hau raus, komm. Ja, gut. Also, da ich jetzt ja in den Semesterferien meine Hausarbeit schreibe und ich, naja, also ich, wenn ich jetzt nach links gucke, habe ich so ein Regal doppellagig voll mit Büchern. Die muss ich halt alle irgendwie erschließen und so weiter. Also ich habe gerade nicht den Nerv dazu, mir noch mehr Bücher durchzulesen zu irgendeinem anderen Thema. Ja. Und dementsprechend habe ich an meine alten Kontakte gedacht. Ich habe mal ein Praktikum gemacht beim Landesdenkmalamt. Wisst ihr, was das Landesdenkmalamt macht? Ja, sicher, klar. Also ich vermute schon. Ja, also das ist für alle Boden- und Baudenkmäler zuständig. Mhm. Und die Veränderung daran und wie auch immer. Und zusammen mit der Bodendenkmalpflege, also die Bodendenkmalpflege behandelt alles das, was im Boden drin ist. Also okay, ja. Alles römische und mittelalterliche Funde. Und so weiter. Genau. Ja. Mhm. Und Mittelalter tauschen die sich teilweise ab. Und Baudenkmalpflege ist halt alles, was noch an Baumaterial, an Baugegenständen da ist. Mhm. Genau, also alte Häuser und sowas ganz typisch. Mhm. Und dann mache ich mit der Frau Dr. Konstanze Höpken, die ist die zuständige Archäologin hier für den Kreis Saarbrücken, und der uns schon bekannten Althistorikerin Christine van Hoof, die hat ja die Folge gemacht zur römischen Antike, mache ich einen Abend im Synop. Und zwar dann eben zu der römischen Vergangenheit vom Saarland und der Fragestellung, wie schützenswert ist uns unsere Vergangenheit? Eine sehr interessante Frage, die sich ja eigentlich auf jede andere Region oder Kommune übertragen lässt. Genau. Mhm. Sagen wir mal so, die deutschen Denkmalschutzgesetze sind halt je nach Bundesland anders, aber im Groben ist es auch auf andere Länder zu übertragen. Und quasi der geschichtliche Teil dann, also ich werde halt mehr Moderator dieses Mal sein. Also ich denke mir halt Fragen aus und muss halt dann deswegen oder sollte deswegen nur ein Buch lesen, dass ich quasi weiß, um was es geht und die Experten dann mehr zu Wort kommen lasse. Also du bist dann so derjenige, der für einen guten Diskussionsfluss zwischen der Denkmalbehörde und der Frau van Hoof für alte Geschichte an der Uni Saarland sorgt. Also genau. Du bist Anne Will. Du bist Anne, genau, du bist. Ich bin Anne Will. Du bist der Markus Lanz der Podcast-Szene. Oder so. Ich weiß nicht, ist das jetzt ein Lob? Naja, lass mal's. Ach, wenn ich so viel verdienen würde. Nehme ich. Spannend, naja, sehr spannend. Das ist das, was als nächstes kommt. Mhm. Und wir sind noch ein bisschen mehr am Planen momentan, aber das ist dann doch so viel Zukunftsmusik, als dass es noch nicht fest ist, deswegen will ich das noch nicht verraten. Ja, ja. Aber an sich steht die Thematik, der Termin wahrscheinlich 10. Oktober. Mhm. Aber auch noch nicht safe. Ja, genau. Da kannst du aber schon davon ausgehen, dass die 50 Plätze definitiv gesprengt werden, meines Erachtens nach. Also ich weiß nicht, wie die Saarländer so drauf sind, was ihr Kulturgut angeht und den Bezug zur Region, also wie patriotisch sie quasi sind. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das großes Interesse hervorrufen wird. Ich bin gespannt. Hast du für den ersten Termin auch schon ein genaues Datum oder war das jetzt? Für den, weil das Datum, was du jetzt genannt hast, war doch für das, was noch nicht fix ist, sage ich mal. Ach so, nein, nein, es kommt noch was dazu, meinte ich. Also das ist das nächste Mal Synod mit History. Ach so, okay. Ich habe noch ein paar Gedanken verstanden. Und ein paar Überlegungen, die noch zusätzlich dazukommen können. Zu dem Thema. Zu dem, genau, also okay. Noch so ein paar Ambiente-Ereignisse. Mhm. So viel kann ich mal sagen. Ja. Also dass das Ganze quasi mehr zu einem Erlebnis wird. Ja, das wird sehr spannend. Aber wir werden natürlich die Zuhörerinnen und Zuhörer rechtzeitig darüber in Kenntnis setzen. Wenn der konkrete Termin bekannt ist, dann lassen wir euch das auf allen möglichen Wegen natürlich wissen. Und dann könnt ihr ja wirklich mal den Weg nach Saarbrücken antreten. Oder wenn ihr in Saarbrücken lebt, wohnt, dann ist das ja nicht weit ins Synop. Ja, aber nochmal zurück. Genau, zurück zum Buddhismus. Und zu Myanmar. Genau. Was ich auch sehr gut fand, war den Herrn, den du, ich glaube, den aus Japan mit kurzfristig eingebunden hast. Ja, das war tatsächlich sehr kurzfristig. Also
da ich mich mit Buddhismus vorher gar nicht auskannte, habe ich mir natürlich versucht, im Vorhinein ein paar Experten zu besorgen, die mir sowas ein bisschen erzählen können. Mhm. Gibt es im Saarland nicht viele? Also ich war einerseits schon vorher bei dem Mönch, deswegen wusste ich, wie er drauf ist. Mhm. Aber ich war auch auf einem Treffen mit eben Hideko Yamaguchi. Hoffe, ich habe seinen Namen richtig ausgesprochen. Mhm. Der ist eigentlich Lehrer für Japanisch an der Universität des Saarlandes. Lebt schon seit langer Zeit in Deutschland. Ja, das hat man auch gehört. Das war ja sehr souverän, wie er reagiert hat. Hm. Ja gut, der Mönch lebt auch schon lange in Deutschland. Ja, aber wenn du dich, wenn du dich jetzt permanent in der hiesigen Landessprache unterhalten musst, was der Japanischmann, Japanischlehrer vermutlich mehr tut als Herr Silapong, kann ich mir gut vorstellen, das ändert das Ganze natürlich noch ein bisschen. Ja. Auf jeden Fall hatte ich mich mit ihm vorher getroffen, auch im Synop, passenderweise, deswegen kannte er die Bar schon, und hat mir halt genau dieses Gleichnis erzählt. Und ich fand das damals sehr schön. Ja. Habe es mir versucht zu merken, hat nicht funktioniert. und dann ist mir quasi, währenddem ich das erzählt habe, gerade aufgefallen oder eingefallen, eigentlich würde das gerade sehr gut passen. Und dann habe ich ihn gefragt. Ich habe ihn ein bisschen überfallen. Ich habe mich nachher natürlich entschuldigt, dass ich ihn da doch etwas überfallen habe. Er meinte, das war gar kein Problem. Und ja. Boah, ich fand, er hat sehr souverän reagiert. Und dieser Vergleich, das fand ich einen ganz guten Vergleich. Das war das mit dem Fahrrad und mit dem Bus, ne? So ein bisschen. Genau, Omnibus und Fahrrad, Buddhismus. Ja, genau. Buddhismus, ja. Ja. was mich noch interessieren würde, gab es, wir können ja dann nochmal direkt auf die Veranstaltung vielleicht thematisch mehr eingehen, aber gab es denn nach der Sendung noch irgendwie Leute, die an dich herangetreten sind und gesagt haben, ist voll scheiße oder ist voll gut oder was auch immer, ni hao oder? Also einer kam und meinte wirklich, nach den Ursachen wollte er fragen. Ja. Und da bin ich überfragt. Ich kann kann nicht die Ursache nennen. Oder also woher kommt dieser Konflikt? Und Darauf gab es auch keine Antwort, ne? Nee, ich kann sie ja immer noch nicht liefern. Also ich kann nicht sagen, woher kommt das? Ich hätte so ein bisschen gehofft, dass der Herr Silapong da vielleicht irgendwie noch was Hilfreiches sagen kann. Natürlich ist das ja immer subjektiv. Das ist mir vollkommen klar. Mhm. Ja, es ist immer eine Frage der Perspektive. Aber da war jetzt auch nichts, was irgendwie erhellend war dahingehend. Nee, man hat ja schon gemerkt, als dann die Frage kam, ich glaube, die habe ich mit reingeschnitten, aus dem Publikum, ob er Angst habe. Habe ich die mit reingeschnitten? Ja. Und? Ich glaube. Ob er Angst vom Islam hat. Er meinte, ja, Angst. Hm. Hat man aber schon gemerkt, er will eigentlich nicht mehr dazu sagen. Schade. Auch in dem Gespräch, das ich vorher mit ihm hatte, er hat mir zu vielem Religiösen geantwortet, aber zu Politischen hat er sich schon zurückgehalten. Ja. Ich hatte ihn ja nochmal ganz klar zu Ashin Viratu gefragt und dann meinte er, hat er es nicht an dem Tag, sondern davor, und er meinte dann, der Mann immer am Kämpfen. Und ja, da hat man schon gemerkt, also er findet das nicht ganz in Ordnung, was da passiert, aber er will eigentlich auch nicht mehr dazu sagen. Aber der Konflikt ist ja auch so alt und ja. Ja, und dann haben wir noch nachher in der kleinen Runde diskutiert, quasi wie sich ein Religiöser von einem ethnischen Konflikt unterscheiden kann und beziehungsweise wie man dann Ethnie definiert und wie quasi ein religiöser Konflikt aussähe, und ja, sind dann eigentlich zu dem Ergebnis gekommen, dass es einen klassischen religiösen Konflikt nicht gibt und dass eine Ethnie sich auch immer über die Religion definiert und deswegen das alles sehr eng verschwommen ist, aber dass man quasi es seltenst an nur der Religion festmachen kann. Wisst ihr denn, wie die aktuelle Lage ist in Myanmar, gerade in Hinblick auf diesen Rohingya-Konflikt? Rohingya, Entschuldigung. Ich habe es am Anfang auch falsch ausgesprochen. Ja. Ich habe mich gerade noch rechtzeitig korrigiert, weil ich mich daran erinnert habe, wie du es ausgesprochen hast. Ich habe es am Anfang auch dauernd falsch ausgesprochen, bis ich irgendein Interview von Ashin Viratu gehört habe, wo ich mir dann auffiel. Ich spreche es ja Jill aus. Ja. Naja. Ja, immer noch schwierig, ja. Ja, es ist nicht besonders viel geschehen, beziehungsweise
stockt das da ein bisschen. Und Myanmar will die Flüchtlinge nicht zurückhaben. Ja, ja. Die leben halt immer noch in Bangladesch und Bangladesch will sie nicht haben. Deswegen das größte Flüchtlingslager ist halt in Bangladesch. Also nicht irgendwie Türkei oder so, sowas. Mhm. Das ist tatsächlich in Bangladesch und das ist halt quasi ein Staat im Staat, wer sich mal die Bilder anschaut. Ich kann mal gerade gucken, oh, jetzt, ich habe eine neue Tastatur. Jetzt kloppe ich erstmal hier die Tasten. Na, ich habe irgendwo jetzt vor ein paar Tagen gelesen, dass in, wie auch immer das ausgesprochen wird, Rakhine oder Rakhine, ja, oder so, dass da. Ja, also Arakan. Ja. Das ist da. Ich habe Rakhine vermieden, weil Arakan klingt einfach, geht viel leichter von den Lippen. Ja, okay. Ja, hm. Ist dasselbe Land. Also dasselbe Staat. Beziehungsweise könnte man auch sagen Rakhine. Rakhine. Ja. Rakhine, naja. Also da ist es so, dass da immer noch kein Zugang von außen da ist und genau. Ja, quasi nichts mehr passiert. Das ist natürlich. Also wenn man mal nur Flüchtlingslager Bangladesch eingibt, dann findet man das eigentlich auch. Und das ist halt eine riesige Zeltstadt. Ja. Und es gibt, glaube ich, ist das von Arte? Eine sehr gute Doku, die ich jetzt hier nochmal, also zwei gute Dokus, ich guck mal gerade. Also ich sowieso erstmal dicke Empfehlung rausgehen, der Arte-Channel auf YouTube. Die haben den in den letzten Monaten neu, also der eigenen Channel quasi gemacht. Und die laden halt fast täglich Dokus hoch, richtig gute. Mhm. Also lohnt sich. So. Genau, Arte-Reportage. Myanmar, sie jagen die Rohingyas und Bangladesch die Kinder der Rohingyas. Die bauen aufeinander auf. Jeweils eine halbe Stunde plus minus. Lohnt sich. Mhm, okay. Den Link tun wir mal in die Shownotes mit rein. Das ist sicher. Wenn wir dran denken, ne? Ja. Du kannst ihn ja vielleicht in unser Trello-Pad schmeißen. Dann haben wir es da schon mal parat. Ja, also die Situation ist tatsächlich immer noch sehr verfahren. Also es gab ja Forderungen danach, dass der Internationale Strafgerichtshof sich mit der Vertreibung der Muslimen beschäftigt. Aber es sieht danach aus, dass die Regierung das Ersuchen abgelehnt hat aus Den Haag und da ja nichts weiter unternehmen möchte und nicht zusammenarbeiten will. Es gibt da eben tatsächlich, wie ich vorhin schon sagte, ganz verschiedene Perspektiven. Je mehr man sich in die Nachrichten einliest, die da so zahlreich zu finden sind, ganz viele sind natürlich immer identisch. Das sind dann so die klassischen DPA-Meldungen, Deutsche Presseagentur und so. Da kann man nicht lange gucken. Aber je weiter man sich vorarbeitet, mal so fernab von den, ich sag mal, ersten 10 Meldungen, 20 Meldungen oder so, umso differenzierter wird das Bild dann aber eben auch. Das ist ziemlich interessant. Und da ist vielleicht auch diese Art der Dokumentation mitunter hilfreich. Mal sehen. Das ist halt, geht es weniger um die Lage selber in Arakan, sondern quasi um die Folgen des Ganzen in Bangladesch und beschreibt ganz schön die Schicksale, die dann, oder das ist schön, klingt das falsch, aber halt ganz anschaulich die Schicksale, die daraus dann entstehen, also weil es halt wirklich nur um das Leben in Bangladesch eigentlich geht oder die Flucht eben. Was krass ist, die haben ja der Regierungschefin dieser San Suu Kyi, genau, da haben sie diesen Elie Wiesel-Preis entzogen. Ne? Okay, haben wir. Irgendwie im März oder so. Mhm. So einen Menschenrechtspreis, den haben sie ja entzogen. Unter Bezugnahme auf diesen Konflikt, der da irgendwie nicht aufgearbeitet wird. Und irgendwie, ja. Ja, die Hoffnungen waren halt groß, ne? Dass sie was verändern würde. Aber. Hat sie sicher auch in gewisser Weise. Das ist vermutlich unbestritten, aber das eben jetzt im Zusammenhang. Sie kann es nicht. Da, also, das glaube ich nämlich auch, ja. Das habe ich auch gesagt, glaube ich zumindest, hoffe ich zumindest, dass sie nicht in der Lage ist, viel zu ändern, weil die Macht halt immer noch in den Händen der Militärs liegt, insbesondere in Arakan, Rakhine. Ja, ja, ja. Was soll die machen? Also, wenn sie was macht, dann ist er weg. Und wie sie, was das bedeutet, hat sie schon selbst am eigenen Körper erfahren. Ja. Es gibt ja sogar die Frage, die mal gestellt wurde, ob dieser Staat, dieser Rakhine-Staat, ob das nicht der neue Kosovo wird, diese Region. Ja. Der Konflikt ähnelt dem Kosovo definitiv. Ja, das ist so. Mhm. Oh, der neue Kosovo ist jetzt ein bisschen schwierig. Ja, der Konflikt ist ähnlich alt. Ja, ja. Wenn ich sogar, naja, gut. Nee, ich bleibe bei ähnlich alt. Ähnlich alt ist besser.
Ja gut, der Kosovo, so alt ist der Konflikt, ist auch noch nicht dort. Naja, das zieht sich schon, geschichtlich das gesehen. Zieht sich bis ins, na, wann ging das nochmal los zwischen den Muslimen? Anfang des 20. Jahrhunderts. So, und der Kosovo-Konflikt oder da im Balkan, der lag, glaube ich, schon im 15. Jahrhundert oder so. Nee. Na doch. Nee. Nee. Also ich meine jetzt also nicht meine, den, also meiner Wahrnehmung nach ist das erst entstanden. Streise nicht mit einem Historiker. Ich kann mich täuschen, definitiv. Also meiner Meinung nach ist das erst begründet im Wegbrechen des Osmanischen Reiches. Das ist Anfang des 20. Jahrhunderts, also 1900. Wann waren die Balkankriege? 10, 9? 1909, 19... Und dann bricht quasi, kommt es zu einer Nationalstaatenbildung. Okay, also das bleiben ist das, wir bei ähnlich alt. Wir bleiben bei ähnlich alt. Definitiv, definitiv. Wir machen das ähnlich wie alt. Wir machen das wie bei Hard Aber Fair. Es gibt auf jeden Fall nochmal einen Faktencheck. Ich gucke gerade zumindest mal ein bisschen nach. Das Problem ist halt, dass man schnell beim Kosovo-Krieg landet, aber ist ja jetzt erstmal nur die Auswirkungen. Ja. Aber wie gesagt, davor war es halt ein Land, also alles drumherum. Und ja. Also man kann den Osmanen viel nachsagen, aber sie waren doch relativ liberal in der Religionspolitik. Ja. Ja, also gut, tatsächlich 1878 wurden Serbien und Montenegro unabhängig. Ja, dann 1878 sowas, ja. 1910 dann der erste bewaffnete Widerstand im Kosovo gegen die Osmanen. Ja, also gut. Wann war das Amselfeld? Wann war das denn? Ja gut, das Amselfeld hat jetzt aber nichts mit der Religion zu tun. Klärt mich bitte auf. Oh verdammt, wir driften hier gerade arg von dem Thema Myanmar ab. Alles gut. Es ist eine Plauderstunde. Also. Stimmt, ja, hast recht. Ja, eigentlich schon. 1389. Mhm. Aber das war ja die Schlacht zweier Staaten. Also das ist wie, wenn Frankreich gegen Deutschland gekämpft hat. Das ist wie oder die Schlacht bei Tannenberg, die Schlacht vor Paris. Das hatte jetzt nichts in dem Sinne, was mit den Glaubensrichtungen zu tun. Das ist richtig. Worum es aber ging, es ging ja um ein bestimmtes Territorium, um das gestritten wurde. Wir hatten das Territorialkrieg nicht immer. Ja. Warum greift man sich sonst an? Also ich habe das Amselfeld immer vor Augen, weil dort halt Pristina liegt. Das ist die Hauptstadt vom Kosovo oder des Kosovo. Und deswegen habe ich das immer so ein bisschen miteinander in Verbindung gebracht, dass es hier schon es geht natürlich immer um Territorien, aber das ist hier letztlich dann doch eine Frage zwischen der Bevölkerung dieser Region nicht. Nee, ganz und gar nicht. Also im Mittelalter ist das dem einfachen Bauern im Grunde genommen egal, wer ihn beherrscht. Es gibt Berichte von österreichischen Bauern, die reihenweise zu den Osmanen übergelaufen sind, weil es dort weniger Steuern zu bezahlen gab. Weil die Religion, klar, es war ein sehr religiöses Zeitalter und es war ihnen schon wichtig, aber die haben so viel Freiheit im Osmanischen Reich gehabt, du durftest deine Religion behalten, du hattest deine eigenen kirchlichen Führer. Also. Naja, die Serben haben gegen die Osmanen gekämpft, ja? Genau, also so. Das heißt, Großkönigtum Serbien. Man kann das jetzt aber schon ein bisschen weiter transponieren und sagen, das, was wir jetzt im Kosovo sehen, ist ja auch eine Einflussnahme Albaniens auf den Kosovo und darum natürlich wieder so ein ähnlicher Konflikt, weißt du? Also das, so habe ich diese Parallelen. Es ist eine indirekte Folge, definitiv, weil wir hätten die Osmanen dort nicht gewonnen, wäre die Bevölkerung dort nicht muslimisch geworden. Es ist, wenn man die Geschichte des Kosovo-Konfliktes erzählen will, muss man erstmal erzählen, wie denn der Islam überhaupt dahin kam. Ja. Und da spielen natürlich die Osmanen eine wichtige Rolle, definitiv. Ja. Aber er ist nicht in der Schlacht am Amselfeld begründet. Es hätte genauso gut. Nee, aber das, ist nach meiner Wahrnehmung war es da so, ist das so dieser
Für mich war aufgrund dieser Region Amselfeld, das ist nun mal ein Teil Kosovos, ist das für mich immer damit verbunden irgendwie. Natürlich, begründet liegt aber in ganz anderen Dingen. Zum Beispiel im wirtschaftlichen Missmanagement der Balkanstaaten. Also es gibt immer diese Mär davon, dass die Osmanen den Balkan zugrunde gewirtschaftet hätten. Der ist aber dies falsch, weil bis zum Abzug der Osmanen war der Balkan das wirtschaftliche Zentrum der Osmanen. Da haben die Leute die rausgeschmissen und da haben die Osmanen natürlich alle Wirtschaft mitgenommen. Und dann ging es denen wirtschaftlich schlecht. Naja. Aber zurück nach Myanmar. Das siehst du, ja, ich pass mal auf, das ist aber, ich schreibe mir dieses Thema in die Trello-Liste mit rein. Tatsächlich habe ich den Wunsch bekommen, als Feedback so in Richtung Jungtürken und sowas zu gehen, dass ich alles ungefähr die späte Zeit dann, also jetzt nicht die 1300er Zeit, sondern die 1800, 1900 mit dem Osmanischen Reich, mit dem Rückzug und den Verlusten und den kranken Mann am Bosporus und sowas. Hatte ich auch schon überlegt, es irgendwann mal noch zu machen, definitiv. Gut. Aber diese Frühzeit von den Osmanen, die kommt sowieso noch, die ist geplant. Also da, die Folge steht schon quasi. Ich möchte aber noch, jetzt muss ich doch nochmal, Entschuldigung, ich habe jetzt gerade nochmal nachgesehen. Ja. Am 28. Juni 1989 hat Milosevic zum 600. Jahrestag der Amselfeldschlacht. Natürlich große Propaganda. Natürlich, ja, aber naja, dass das Ganze natürlich quasi verwandt wurde, also wirklich so ein Mythos geworden ist, das ist natürlich. Ja, also das gibt ja ganz viel von solchen komischen Legenden, Urban Legends, was auch immer. Hätten die da die Osmanen Wien erobert und mehrere Jahrhunderte über Österreich geherrscht, wären dann rausgeschmissen worden, wäre bestimmt die Belagerung oder die Eroberung von Wien propagandistisch ausgeschlachtet worden. Aber es zieht halt, ne? Es zieht. Ja. Es ist halt wirklich, man kann schon wirklich so einen Hitler-Vergleich ziehen. So. Da greift sich irgendwas aus der jahrhundertealten Geschichte und sagt, das Rache. Und buff, so, ja, also um das jetzt etwas zugespitzt und ja, gut, okay. Wir sind jetzt abgestorben über Myanmar. Okay, wir hatten verglichen Myanmar, das neue Kosovo oder vergleichbar mit dem Kosovo-Konflikt. Definitiv. Ja. Da sind wir uns aber einer Meinung. Tja. Zumindest das. Ich meine, du hast mich ja eines Besseren belehrt, gerade was, super, jetzt komme ich nicht drauf. Auf den tibetanischen Führer. Den Dalai Lama. Dalai Lama, dankeschön. Ich dachte Richard Gere, egal. Der auch. Dass der Dalai Lama ja für die vor Ort ja nicht das religiöse Oberhaupt ist, aber dass aber auch seine Worte da komplett, du hattest erwähnt, dass er da versucht hat, ein bisschen Einfluss zu nehmen. Ja. Um die Stimmung zumindest was heißt Stimmung, ja. Aber das war tatsächlich für mich auch überraschend, weil ich dachte halt, der Dalai Lama, das ist doch sowas wie der Papst im Buddhismus. Mhm. Nee. Ganz und gar nicht. Also, die Protestanten, ich meine, der Vergleich ist ja ähnlich, ne? Ja, aber selbst, also, der ist ja nicht mal irgendwie der Oberhaupt von China, von Japan, wo es halt diese Mahayana gibt. Er ist ja der Oberhaupt von Tibet. Und Tibet gibt es nicht mal mehr. Das ist ein Oberhaupt ohne Untertanen. Naja, ich würde, ich möchte jetzt niemanden zu nahe treten, der irgendwie dem Buddhismus huldigt. Mein Eindruck ist schon der, dass der Dalai Lama am Ende tatsächlich wirklich nur ein prominenter Vertreter des Buddhismus ist. So, als mehr wird ihn auch nicht ansehen. Dass er sehr oft als für uns ist das wahrscheinlich halt oft in Erscheinung. Aber das funktioniert ja eigentlich nicht. Also weder im Buddhismus, im Islam ja sowieso nicht. Also das ist halt das Interessante, vielleicht auch ein bisschen an diesem Konflikt, dass es dort, es gibt halt keine Instanz, ne? Die gibt es halt explizit in Myanmar nicht. Das ist halt das Interessante. Hatte ich auch erwähnt. Also es gibt
beziehungsweise der Mönch hat es auch gesagt, er hat in Thailand einen sowas wie einen Papst. Also er hat einen obersten Aufpasser, der eine Instanz ist, die wichtig ist. Die gibt es auch in Kambodscha, die gibt es in Laos, die gibt es in China, die gibt es in Japan. Ja, es gibt verschiedene. Verschiedene. Mhm. Ja, ja, aber es gibt sie nicht in Myanmar. Mhm. Weil die Briten sie abgeschafft haben. Ja, ja. Die Briten. Die Briten. Ja. Mhm. Also wenn es aber vielleicht, wenn es einen, wie nennt man das denn? Ja, Chef, General, ja. Whatever, Boss, Buddha-Boss gäbe, der quasi alle... Gut, gibt es Christentum aber auch nicht. Ja, doch, im Katholizismus schon. Ja, aber der Katholizismus ist auch nur einer unter vielen, ne? Frag mal in Amiland rum, ne? Mhm. Ich meine, wir in Europa sind noch relativ nur, in Anführungszeichen, zweigespalten. Mhm. Naja, also, wenn ich Katholik bin, habe ich den Papst als oberen Chef. So, Punkt. Ja. Das ist der Vertreter Gottes hier auf Erden, oder? Ja, so etwa, glaube ich. Ja. Ja, so. Aber dann gibt es die Protestanten. Ja, okay. Evangelische Kirche, da ist es sicher etwas schwieriger. Nee, da gibt es nichts, klar, richtig. Aber zumindest die Einordnbarkeit ist wahrscheinlich noch etwas handelbarer, zumindest jetzt für unser Verständnis. Aber wenn ich mir halt die verschiedenen Strömungen im Islam anschaue und Verzweigungen, die... Wer war schuld? Die Türken? Nee. Das ist ja, glaube ich, wirklich auch die Schwierigkeit für ganz viele. Selbst für Muslime ist das die Schwierigkeit und für Nicht-Muslime sowieso, das ist klar. Mhm. Wie will man das unter einen Hut bekommen? Jeder spricht quasi mit einem anderen Gedanken, mit einer anderen Wahrnehmung, mit einer anderen religiösen Sprache. Und das zusammenzuführen und versuchen zu bündeln, das ist natürlich, ja, so eine Sache, ne? Ist ja, das so im Buddhismus? Frage, das ist die Frage. Ist das so im Buddhismus? Ich würde sagen, das ist im Buddhismus am stärksten. Mhm. Weil das Individuum sehr viel, viel wichtiger ist als an allen anderen Religionen. Das also, ist vielleicht auch der Grund. Quasi jeder Mönch kann eine andere Auslegung haben. Mhm. Weil es immer um diese Erkenntnis geht. Und wenn jemand eine andere Erkenntnis hat, ist es ja in dem Sinne gar nicht erst per se schlecht. Das wollte ich gerade sagen, das ist ja eigentlich so schlecht nicht. Ja, aber dadurch ist das halt so mannigfaltig in den Auslegungen. Mhm. Also war nicht auch einer der wichtigsten Punkte, dass die im Buddhismus sagen, du bist selbst für dich verantwortlich? Ja. Das ist ja dann, ja. Erstaunlich. Und dann hast du da so einen Konflikt. Gut, wobei natürlich da viel auch das Militär und die Regierung oder eher nur das Militär. Ja, oder Sündenböcke und alte Konflikte, alte ethnische Konflikte, ganz klar als Ablassventil von wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Immer, ja. Das richtig. Können wir Deutschen ja auch gut. Ja, ja. Da muss man nicht weit gucken, ja. So ist es. Nee. Also das ist kein Einzelfall. Das ist halt eine besondere Gruppe von Menschen, die halt durch Andersartigkeit auffällt und ja. Aber was mich da jetzt echt beschäftigt ist, in Hinblick auf Myanmar, gibt es denn, oder andersrum, gab es im Rahmen der Veranstaltung von irgendjemandem irgendwie eine Idee, ein Lösungsvorschlag oder den Versuch eines Lösungsvorschlags? Ich glaube, die Frage wurde auch gestellt, ne? Ja, sowas wurde in die Richtung wurde gestellt. Also der ganz große Klassiker wäre natürlich einfach einen eigenen Staat gründen. Mhm. Anschluss an Bangladesch. Was natürlich auf politischer Ebene nicht gewollt sein wird. Nee. Ja. Also theoretisch früher war der Staat damals noch Burma so konzipiert, dass jeder, also es ist ja ein Vielvölker, also ein Bundesstaat oder sowas, dass diese einzelnen Staaten austreten Verbund. Können. Ja, wie auch immer. Ja. Und eigentlich hatte Rakin oder Arakan diesen Antrag auch gestellt und er war eigentlich rechtens, aber das Militär hat es halt nicht akzeptiert. Ja. Und naja, das Problem ist jetzt aber, dass dieser Staat ja nicht vollständig in Hand von Muslimen ist. Hm. Und dann muss man da wieder Grenzen ziehen. Gute Nacht. Hm.
Und mittlerweile durch die ganzen Vertreibungen leben auch im nördlichen Teil viele Buddhisten. Und da ist keine Grenzziehung mehr möglich, meiner Meinung nach. Ja gut. Dann muss man wieder vertreiben. Dann müssen die wieder irgendwo umziehen. Wäre ein Lösungsvorschlag, okay. Ja. Aber ich meine, wir können ja mal wirklich utopistisch sein und wir können ja mal nachdenken. Und alle könnten friedlich so zusammenleben. Ja, genau. Das müssen wir jetzt mal ausklammern, weil das scheint ja nicht zu funktionieren. Habt ihr noch eine Idee? Schwierig. Blöde Frage, ne? Ich weiß, aber ich meine... Also was kann da noch sein, also? Oder so, müssen wir uns jetzt einfach die nächsten Jahrzehnte daran gewöhnen, dass es dort unten immer so sein wird und dass es Gewalt geben wird? Es könnte halt wirklich sein, dass es eine ethnische Säuberung gibt, dass irgendwann ist alle Myanmaresen, alle Burmesen es geschafft haben, die kompletten Rohingyas zu vertreiben, die alle in Bangladesch leben. Bangladesch irgendwann sagt, okay, ihr lebt schon in der zweiten, dritten Generation hier, ihr seid es Bangladeschis. Bangladesch, wie auch immer die Leute da heißen. Und dass es quasi so eine ethnische Säuberung gibt. Und dann ist der Staat Arakan eben in buddhistischer Hand. So könnte ich mir jetzt unter den aktuellen Begebenheiten vorstellen, wie es enden könnte. Das ist eine eher dystopische Vorstellung. Hast du noch irgendwas, eine positive Vorstellung? Also ja, es gibt eine innere Bewegung in Myanmar, die irgendwann checken, dass Buddhismus ja eigentlich gar nicht bedroht ist durch solch eine Minderheit und dass sie es früher geschafft haben, zusammenzuleben und denen eine gewisse Autonomität geben, neue Landesgrenzen ziehen und es einigermaßen trennen können und dass alle miteinander irgendwie auskommen. Ja. Aber das ist wie bei allen diesen Konflikten, finde ich, die schon so, ich sag mal, lange brodeln. Es ist doch dann echt schwierig, das, ich sag mal, in wenigen Generationen hinzukriegen, oder? Ja, und wie seht ihr das? Also ich glaube nicht, dass es in naher Zukunft so passieren wird. Und auch nicht, ohne dass eine andere Gruppe deswegen irgendwelche Einbußen erleben muss. Also du musst halt dann wahrscheinlich irgendwie die buddhistischen Rakhin wieder zurücktreiben. Also irgendwie nochmal auch zwangsumsiedeln in ihren Teil oder sowas, wenn die es halt nicht miteinander können. Aber dann musst du halt auch was gegen die andere Gruppe machen. Ja. Tja, man kann immer nur hoffen, dass eine nachfolgende Generation irgendwann einen anderen Blick annimmt. Oder? Ja. Hoffen kann man es, ja. Ja. Ja, man, gut, man hat ja so als Beispiel. Irgendwie was? Ja. Ja. Beim Nahostkonflikt an. Genau. Wo jetzt langsam dienen. Da wollte ich gerade hin, ja. Junge Generation, sage ich mal, einen anderen Blick auf die ganze Sache wirft. Na, das wird aber nicht passieren. Also, das halte ich eher für zweifelhaft. Weil, wenn man natürlich in einer kriegsbelasteten und konfliktbelasteten Umgebung aufwächst. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Indoktrination der Menschen in solchen Gebieten oder Regionen natürlich sehr stark ist. Ja. Andererseits, ja, kannst natürlich recht haben, Olli. Und deswegen, ja, utopistisch denken macht ja durchaus Sinn. Wäre es natürlich sehr wünschenswert, wenn es vielleicht doch den Zeitpunkt gibt, wo die Menschen dann einfach sagen, wir können nicht mehr, es geht so nicht mehr. So, das wäre natürlich wirklich der Traum, das wäre ideal. Dass dann daraus eine Bewegung, wie du, Elias, sagst, erwächst, die versucht, von innen heraus irgendwie eine Veränderung dieser Situation herbeizuführen. Möglichst natürlich friedlich, das wäre natürlich ideal. Ja, schön wäre es. Ja, es ist echt sehr tricky. Aber dazu muss es dem Land wirtschaftlich gut gehen. Und ja. Das wird auch nicht so einfach. Und mal schauen, wie es politisch weitergeht da. Weil an sich gibt es ja da nicht wirklich eine Demokratie in Südostasien. Ist alles so ein bisschen problematisch. Das habe ich auch gar nicht so bewusst, wie viele kommunistische
Parteien da noch an der Macht sind, also Laos, Kambodscha und Vietnam. Oh, da habe ich mir jetzt kürzlich nochmal das Vorgehen der Roten Khmer vor Augen geführt. Oh. Meine Fresse. Also das alleine, wenn es, ich war so überrascht, also dass die vietnamesischen Kommunisten einmarschiert sind in ihr kommunistisches Nachbarland, weil die so viel Scheiß gebaut haben. Ja, also wirklich, also das war also unglaublich. Also das muss man erstmal schaffen. Das wäre wie wenn die USA in ein Land einmarschiert, weil sie zu viele Länder mit Öl angreifen. Also das war, also es gab wirklich zum Beispiel die Losung, es gab bei den Roten Khmer, es gibt kein Individuum. Das war eine Losung. Es ist immer nur die Familie der Roten Khmer. Es gibt kein Individuum. Du hast keine individuellen Bedürfnisse haben zu dürfen. Und so. Also, das ist also Wahnsinn, Wahnsinn. Mhm. Ja, sehr krass. Also das, insofern haben die sich wahrscheinlich dann, hat sich Vietnam dann wahrscheinlich auch gesagt, okay, Leute, also jetzt, okay, jetzt müssen wir was machen. Mhm. Sehr schrecklich. Definitiv, also ich habe auch nicht so viel dazu gesagt, nur so ein ganz kleines bisschen eben dieses typische Beispiel von den Mönchen, die sich angezündet haben. Ja, ja. Auch nochmal halt ein Beispiel für den Widerstand von buddhistischen Mönchen, die jetzt nicht zu aggressiven, offensiven Gewalt gegriffen haben, sondern quasi nur durch einen Protest. Mhm. Also ich will jetzt nicht sagen, das gute Gegenbeispiel zu Myanmar, aber an sich sind die den Richtlinien des Buddhismus mehr gefolgt als die Mönche, die in Myanmar offensiv auftreten? Das scheint offensichtlich so zu sein, ja. Genau. Also so das böse, ist, dass das jetzt klingt bei jemandem, der sich dann umgebracht hat, aber ja. Wenn man sich halt an die Regeln von einem vom Buddhismus hält, ist das, was die in Myanmar machen, falsch. Also entspricht zumindest nicht deren Regeln, ja. Mhm. Ja. Das interessiert doch dann in dem Moment keinen. Ja, das haben wir doch, ich sag nur, die Kreuzzüge im eigenen, oder? In eigene Erfahrungen sammeln dürfen. Soll es nicht töten, aber hier, die könnt ihr alle einfach mal umbringen. Also, wenn es darum geht, egal, wo du hinguckst, wieder dasselbe. Egal, wo du hinguckst. Mann, da kannst du dir echt die ganze Zeit immer nur an die Stirn klatschen. Das ist. Die haben sich anscheinend ja bei den Regeln was gedacht, ob es jetzt die 10 Gebote oder ich glaube, die heißen 5 Silas oder wie war es beim Buddhismus? Der Name, das ist ja, die Regeln sind ja irgendwie seltsamerweise gleich, sage ich mal. Ja, mit nicht töten, nicht ehebrechen. Ja. Die haben sich ja echt was dabei gedacht, aber es scheint nicht zu klappen bei uns. Ja. Nicht wirklich. Nee, der Mensch ist halt immer noch ein Raubtier. Das kann man ja fast als Schlusswort verwenden. Der Mensch ist ein Raubtier. Piep. Sendungsende. Also mir fällt auch wirklich jetzt gerade nichts mehr ein, weil das ist düster. Es ist düster und ich sende alle meine guten Energien in Richtung Myanmar und ja, wünsche mir zutiefst, es möge da irgendeine gute Lösung für möglichst alle da geben, aber tja, das wird nur die Zeit zeigen, ob es da tatsächlich so etwas geben wird. Ja. Ich denke nicht. Elias ist heute hier da. Sehr düster. Realo. So ein Scheiß aber auch. Ja. Naja, dann. Habt ihr noch andere Themen oder sollen wir an dieser Stelle die Plauderfolge abbrechen oder abbrechen, die falsch beenden? mir fällt dieser Talk nicht mehr ein, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt echt gerade dieses ganze Myanmar-Ding im Kopf und wälze das so von links nach rechts und nicht von hinten nach vorne. Aber ich höre euch gern zu und bringe mich ein, wenn ihr noch irgendwie was habt, was wir bereden sollten. Zu dem Thema jetzt fällt mir auch nichts ein, nein. Und außerhalb dieses Themas? Ja, ihr könnt ja ganz gerne mal hier als Versuchsobjekte dienen. Oh. Mache ich jetzt mal hier ein Quiz. Anführungszeichen. Na, das können wir ja auch mal machen, ne? Der 5. Kreuzzug, von wann bis wann? Oder in welchem Jahrhundert war der 5. Kreuzzug? Nicht googeln.
fünfte Kreuzzug? Ja. Oh, der muss dann aber spät gewesen sein. Zeit vorbei. 15. Jahrhundert. Im 15. Jahrhundert gab es quasi keine Kreuzzüge mehr. Da gab es nur noch einen, so halb vorbei. Nach Varna ins Osmanische Reich, der aber täglich gescheitert ist. 12. Jahrhundert. 13. Ja. 1217 bis 21, der erste. Und dann noch das mit Friedrich II., aber du machst jetzt mit uns aber jetzt nicht wirklich ein Quiz, oder? Nein, nein. Gemein. Ich bin nur, meine Hausarbeit ist am Schreiben, und zwar über die Folgen des fünften Kreuzzuges eben und dann nur eigentlich den Kreuzzug nach Damiette und nach Damietta. Das war dann von 1217 bis 1291 sind die Kreuzfahrer in Damiette gelandet. Das ist in der Nähe von Alexandria. Haben das erobert und sind dann irgendwann den Fluss hoch, den Nil hoch, und sind dann kläglichst ersoffen in den Nilfluten, nachdem sie dann sich nämlich in der Flussbiegung, also so einer Gabelung, einer Flussgabelung aufgestellt haben, haben die Ägypter die Niltore aufgemacht. Und dann standen, da gibt es ganz viele Berichte, standen die dann halt quasi bis zur Brust im Wasser. Und wurden vom Fluss weggespült. Oh, so einfach geht das, ne? Staudamm hoch, Ende. So. Dreck weg. Ja. Dreck weg. Aber das, was ich mir jetzt ausdenken muss, also die wurde schon 10.000 Mal in der Forschung diskutiert, wer ist dafür verantwortlich, dass dieser Kreuzzug so kläglich gescheitert ist. Es gibt da einmal so einen päpstlichen Legaten, Pelagius heißt er. Der hat halt mit dem König von Jerusalem, Johann von Brienne, gestritten darüber, wer es den Oberbefehl hat, und haben sich erstmal wochenlang darüber gestritten, wirklich, wer jetzt da sagen darf, wir ziehen jetzt. Und bis sie halt losgezogen sind, kamen halt die Nilschwämme. Und das ist halt so ein ganz großes Forschungsthema, aber das ist halt schon bis zum Tode durchgekaut. Auch der Bericht selber, also was ist passiert, das sind schon alle Quellen erschlossen, da gibt es eigentlich nichts mehr Neues. Jetzt habe ich mir gedacht, mache ich jetzt quasi die Folgen des Ganzen. Und vielleicht wollt ihr mir oder könnt ihr mir ein bisschen Feedback geben, auch wenn ihr jetzt wahrscheinlich nur noch mir einen im Kopf habt. Also ich wollte quasi schauen, was für Folgen gibt es in Ägypten? Also vielleicht lässt sich tatsächlich was finden, wie was passiert mit dem Handel, was passiert mit den Städten oder sowas, ob es da was gibt. Dann mit der Herrschaft, das waren die Ayyubiden damals, das die Dynastie unter Al-Malik Al-Kamil, ob der irgendwie davon profitiert, ob ihn das schwächt oder wie auch immer. Dann insgesamt auf die Ayyubiden, weil die auch einen größeren Herrschaftsbereich hatten. Die hatten also auch über Syrien, Mesopotamien geherrscht. Dann wollte ich noch gehen, gibt es Folgen fürs Heilige Land, also für das Königreich Jerusalem. Die waren ja bis auf ein paar Küstenstädte eigentlich schon tot. Und dann noch schauen, gab es Folgen für Friedrich II., weil Friedrich II. Hatte eigentlich 1215 gesagt, er geht auf den Kreuzzug, und das ist eigentlich sein Kreuzzug, aber er ist nicht aufgetaucht. Man könnte das Ganze auch das Warten auf Friedrich nennen. Also die erste Zeit, wo sie nicht gestritten haben, wer jetzt den Oberbefehl übernimmt, haben sie dann jetzt gesessen und gewartet, dass Friedrich kommt. Der ist aber nicht aufgetaucht. Dann haben sie sich gestritten, wer sie jetzt weiterführen darf. Ah. Und ja, was haltet ihr so davon, wenn ich jetzt so die Folgen untersuche, fielen euch noch andere ein oder findet ihr das schon ganz gute Beispiele? Ja. Oder habe ich euch gerade erschlagen? Also du hast mich hast du ein bisschen erschlagen, ja. Das klang alles recht plausibel und interessant. Gut, das ist ja super. Bin nämlich auch immer gespannt, was das wird, weil dazu gibt es tatsächlich nichts. Also das ist jetzt alles. Ach so, also Tatsache, das wäre dann quasi. Oh, wie sagt man so schön, Forschungsdissertat, glaube ich, was es einfach so noch nicht bearbeitet worden ist. Also es gibt quasi die Berichte darüber, was in Ägypten passiert, aber die jetzt in Verbindung zu bringen zum fünften Kreuzzug, die gab es noch nicht, die Versuche. Na dann ran an die Buletten. Ja, sowieso. So ein ganz klassisches Beispiel für sowas ist es irgendwie, es gab den Ausbruch von Tambora. Wann war denn das? Also, Tambora ist der Vulkan
in Indonesien. Ja, genau, in Indonesien. Und der ist 1815 zum Beispiel mal ausgebrochen. Und dann gab es halt weltweit Folgen davon. Und ganz, es gibt noch Bücher von 1991 oder sowas, die versuchen quasi 1816, 17, 19 Wirtschaftseinbrüche zu erklären, dadurch, dass es immer die neue Gesetze gab. Also noch nicht mal 30 Jahre her oder sowas, 20 Jahre her, da hat man noch versucht, die irgendwie zu erklären, diese Einbrüche. Aber nicht durch die Klimafolgen des Ausbruches, sondern dadurch, dass es irgendwie neue Gesetze in Preußen gab oder sowas. Mhm. Haben wir jetzt synchron gemacht. Weiter. Und deswegen ist es halt manchmal ganz interessant, quasi so zwei Sachen, die irgendwie bekannt sind, in Verbindung zu setzen. Mhm. Das ist halt noch viel, was es noch gibt in der historischen Wissenschaft, um halt so Sachen in Verbindung zu setzen. Also ich habe schon mal von der kleinen Eiszeit und so, das war im Mittelalter, oder? Ja. Gehört durch Vulkanausbrüche. Aber das jetzt durch Vulkanausbrüche ist, bin ich mir gerade nicht so ganz sicher. Ja, aber ja. Wenn du das sagst. Doch, doch. Ja. Gut. Nee, aber dieses 18. hatte ich jetzt so nicht auf dem Schirm. Ja, nee, naja, doch, das stimmt. Das war auch nicht so viel. Das war nicht so viele Jahre. Nee, genau. Aber das habe ich irgendwo. Redet weiter, ich suche das. Also es gibt noch 1883 den Ausbruch von Krakatau. Oh, da gibt es einen geilen Film darüber. Oh, genau. Oh, kennt ihr den Film? Ja, ja. Oh, ich versuche auch mich gerade zu erinnern. Ich habe den als Kind gesehen und war so geschockt. Also es ist ein Film aus den 60ern oder so oder 50ern, aber er war geil. Auf jeden Fall, der Tambora-Ausbruch hatte die vierfache Energie des Ausbruchs von Krakatau. Wow. Genau, und der Berg Tambora war vorher 4.300 Meter und beträgt heute nur 2.850 Meter. Und die geschätzte Sprengkraft entspricht etwa 170.000 Hiroshima-Bomben. Tambora, genau, ich hab's. Also da gibt es, ich habe das doch schon mal gehört. Ich wusste es, 1816 war das. Hm, genau. Es gibt die Vrindheit. Kennt ihr die Vrindheit? Nein. Was macht denn da gerade? Ist nicht etwas zu trinken? Das hört sich etwas seltsam an. Ist halt Olli, das Prostata-Problem, was man im Alter kriegt. Also, Du hast gesagt, abschütteln. Okay. Es gibt den Podcast Vrind. Das heißt, es ist, wie heißt das denn hier, Buchstabenabkürzung, für wer redet, ist nicht tot. Und diese wird moderiert oder produziert von Holger Klein, ein recht bekannter Podcaster. Und da gibt es die Folge 570, die WR 570, eine Stunde History. Das ist in Zusammenarbeit mit damals D-Radio Wissen. Und da haben sie genau darüber gesprochen, nämlich über die Folgen des Tambora-Ausbruchs für Europa. Ernte, ja. Hunger, Elend, Katastrophe, ganz schlimm. Und das ist tatsächlich erst in den letzten Jahren klar geworden, dass das so war. Mhm. Also davor hat man das ganz selten in Verbindung gesetzt, was eigentlich sehr interessant ist, weil es ja sehr viel erklärt hat hier. Mhm. Ja, und das ist so typisch, was ich jetzt so auf Eichland bringen konnte, dass ich jetzt quasi versuche zu erklären, was passiert ist dadurch, dass es halt diesen fünften Kreuzzug gab. Ja, ja, jetzt im Endeffekt abgeschwoffen. Ja, ist richtig. Nö, das war ja nur so im Vergleich. Ja. Im Endeffekt habe ich jetzt schon so ungefähr erschlossen, der hatte nicht so viele Ausfolgen. Der war so wie so eine kleine Stechmücke, der da irgendwie diesen ayurvedischen Sultan gepikst hat. Der hat man kurz gemacht und dann war dieser Kreuzzug wieder weg. Ist so das, was ich jetzt momentan so rausbekommen habe. Aber ich habe noch ein bisschen was zu lesen. Ja, wie viele Reihen waren das nochmal? Ich kann mal gerade versuchen, die Bücher zu zählen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 36, 37, 38, 39, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 Bücher dürften es sein. Oha. Plus. Jesus Christus. Also Synop Meets History verschiebt sich um etwa ein Jahr.
Deswegen mache ich das nächste Mal ist als Moderator. Bloß noch ein paar Ausdrucke von Aufsätzen. Wobei man jetzt beachten muss, das sind teilweise Sammelbänder. Also Sammelbänder, das heißt Aufsätze über verschiedene, also ein großes Thema und viele Unterthemen dann. Und dann sind für mich mal 10 Seiten relevant. Also das Buch, was ich heute gelesen habe, wenn man sich für den arabischen Raum interessiert, ein geniales Buch. Halm, es dürfte die Geschichte der arabischen Welt heißen. Halm ist der eine Autor, wie heißt der andere? Oh, ja, wenn ich... Großer Klassiker, geht quasi von den von den Anfängen bis heute. Großartiges Buch, Harman, genau, Halm und Harman. Und habe ich jetzt das Kapitel über die Ayyubiden gelesen, das sind 10 Seiten. Also vielleicht doch nicht, also so zieht sich das halt dann durch. Dass man mal hier 10, 20, 30, 10, 40, 5. Aber es zieht dich doch immer wieder in diese Richtung, ja. Ich gerade feststelle. Ja, ich denke dann auch so an den, wie hieß der? Frankopan. Genau. Ja, schon. Ja. Also ich meine, ich hatte ja überlegt, auch ein zweites Studium irgendwann noch mit Orientalistik anzufangen. Gut, wir haben halt einen sehr guten Orientalisten an der Uni. Also das heißt, also ein Historiker und Orientalisten, was schon sehr, sehr selten ist. Der bietet halt sowas immer an, deswegen kann man da ganz gut was drüber schreiben. Ja, aber an sich, ich meine, ich habe auch die Folge zu den Mamluken gemacht, zu den Berberstaaten, also interessieren tut mich das schon. Und die Osmanen, wie gesagt, die kommen auch noch bald. Also die Anfänge der Osmanen. Das, ja, würde ich schon sagen, dass mich das interessiert, definitiv. Da hast du ja noch einiges vor dir, mein Lieber. Als Historiker kann man da immer noch ganz gut anfangen, weil wenige Historiker das gemacht haben und die Orientalisten sind halt sehr viel Sprachwissenschaftler und Koranexperten. Also die haben nicht die ganz klassische historische Ausbildung. Also das ist manchmal ganz interessant, wenn sich quasi ein Orientalist und ein Historiker zusammentun und kann ganz interessant sein. Aber gut. Ich würde dann mal sagen, jetzt habe ich euch noch ein bisschen genervt. Hast du nicht. Nur die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja. Das ist schon ganz einfach. Die wir jetzt nicht mehr haben. Die müssen ja nur auf Stopp drücken, ne? Stimmt, genau. Oder Kapitel überspringen. Bang. Ja gut, bringt ja nichts, wenn es jetzt dann zu Ende geht. Ja, apropos zu Ende, ja, siehst du. Wenn das Ende naht, dann gehört es ja zum Pflichtprogramm, nochmal alle Kontaktinformationen durchzufunken. Ne? Fangen wir mal bei unserer Website an. www.historiauniversalis.fm. Wohlgemerkt mit Bindestrich dazwischen. Ja, natürlich. Sehr gut. Also zwischen historia-universalis.fm. Da findet ihr alle Folgen, da findet ihr manchmal noch ein bisschen mehr. Und dort könnt ihr uns abonnieren und würden uns darüber freuen und auch Kommentare hinterlassen. Selbiges, aber wir haben noch mehr Möglichkeiten, auf Twitter zum Beispiel. Richtig, genau. Auf Twitter könnt ihr uns erreichen unter @geschichtspod und uns dort gerne anschreiben, folgen und dann können wir da auf diesem Wege miteinander kommunizieren. Was ich sagen wollte, wenn ihr mögt, dann könnt ihr gerne auf oder in einem Podcast-Verzeichnis, in dem ihr unseren Podcast findet, zum Beispiel bei iTunes oder bei Podcasts von Apple oder wo auch immer, eine Bewertung abgeben oder ein Sternchen oder 5 Sternchen, also je nachdem, wie es euch gefällt. Es gibt auch noch eine Möglichkeit, uns über Facebook zu kontaktieren, für die zum Beispiel auch Oliver verantwortlich ist. Ja, da sind wir @geschichtspodcast relativ leicht zu finden. Und wir haben noch unseren Anrufbeantworter. Ja. Mit der Telefonnummer 0351 841 686 20. Den soll ich mal wieder abhören. Aber ich glaube, ich werde eigentlich werde ich informiert, wenn es eine Nachricht gibt. Ich glaube nicht, dass uns jemand eine Nachricht hinterlassen hat, was mich natürlich betrüblich stimmt. Und nicht zu vergessen, ihr findet natürlich auch die ein oder andere Folge in Audioform auf dem entsprechenden YouTube-Channel. Der da lautet Historia Universalis, der Geschichtspodcast. Genau, richtig. Wir könnten uns natürlich auch eine Mail schreiben
podcast@historia-universalis.fm. Jo. Ja, wunderbar. So, das wäre dann die Plauderstunde gewesen. Bedanke ich mich bei euch. Ja. War wieder nett. Danke an Oliver, danke an Elias. Danke, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Ich sag's schon mal, tschüss, bis bald. Ciao. Bis dann. Thank you.